Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zu Pflicht. Das sagte einst Bertolt Brecht. Und dieser Spruch scheint aktueller denn je. Denn in der kommenden Woche wollen die sogenannten Klimakleber nicht nur die Bundeshauptstadt Berlin lahmlegen, sondern auch bundesweit Autobahnen blockieren und so weiter und so fort. Und in der Zwischenzeit hat sich auch schon der Polizeipräsident Berlins zu Wort gemeldet und er warnt vor Selbstjustiz. Er warnt vor Selbstjustiz. Da stellt sich die Frage, was hat denn das eigentlich mit Selbstjustiz zu tun, wenn man versucht, etwas, was Unrecht ist, zu verhindern? Denn das, was die, ja, man kann schon fast sagen, geistig kranken Typen da machen, ist ja schließlich nichts anderes als Unrecht. Und sich gegen Unrecht zu wehren, dürfte eigentlich in diesem Land eine Selbstverständlichkeit sein, ist es aber nicht mehr. Das, was in unserem Land passiert, zeigt, wie weit es gekommen ist in einem politisch verkommenen, moralisch verrotteten, linksgrün korrupten System, wo irgendwelche kleinkarierten, geisteskranken Grüppchen die Mehrheit terrorisieren und an der Nase herumführen können. Wo Hunderte, ja gar Tausende Menschen im Stau stehen, weil irgendwelche Leute sich auf die Straße geklebt haben. Aber die Frage ist, was tun? Was kann man machen? Was ist erlaubt? Und da wollen wir mal schauen, was Professor Dr. Höker, seines Zeichens Rechtsanwalt, letztes Jahr dazu gesagt hat. Eigentlich ganz logisch, aber hören wir doch mal rein. Worüber man sich im Klaren sein muss, und das ist auch mittlerweile nahezu unstrittig, ist, dass das, was diese Blockierer da machen, eine strafbare Nötigung ist. Und gegen die kann man sich wehren per Notwehr oder, wenn man ein Passant ist, per Nothilfe. Also jeder darf in so einer Situation eingreifen, die blockierten Autofahrer, weil sie Notwehr üben, und Dritte, die drumherum stehen, aufgrund von Nothilfe. Sie dürfen also den Dritten helfen, die blockiert werden. Es gibt. So, da haben wir es gehört. Also es handelt sich ja um Nötigung und gegen Nötigung kann man selbst vorgehen, indem man sich der Notwehr bemächtigt. Das heißt also, diese Leute von der Straße zieht. Das dürfte ja wohl irgendwie ziemlich logisch sein, dass man das tun kann, aber nicht so in Deutschland. Die Qualitätspresse ist sofort über Höker hergefallen. Sogar Korrektiv hat sich eingeschaltet und gesagt, das wisse man ja gar nicht, ob das Nötigung ist. Ja, Mensch, haben die alle den Verstand verloren? Was ist es denn sonst, wenn sich irgendjemand da auf die Straße klebt oder auf die Straße legt? Und es ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit, dass man sie dann dort runterzieht oder wegzerrt. Es ist ja sogar ein Gebot der ersten Hilfe. Wenn sich irgendein Geisteskranker auf die Straße legt, dann könnte er theoretisch überfahren werden, verletzt werden und so weiter. Insofern hilft man ihm sogar, indem man ihn aus der Gefahrenzone herauszieht. Man könnte es auch noch ganz anders interpretieren. Es ist sogar unterlassene Hilfeleistung, wenn man das nicht tut, wenn man sie dort liegen lässt. Aber all diese Gedanken spielen in der deutschen Presse und in den deutschen Qualitätsmedien natürlich keine Rolle. Man hätschelt diese sogenannten Klimaaktivisten, die nichts anderes sind als ja, geistig völlig verirrte Typen, denen ja auch nicht mehr zu helfen ist. Und man traut sich nicht so richtig, sie zu kritisieren. Das merkt man auch, wenn Prominente angesprochen werden. Ja, was halten Sie denn von den Klimaklebern? Da sind sie ganz zurückhaltend, weil sie schon wieder gleich glauben, in irgendein politisches Fettnäpfchen zu treten. So ist das nun mal in dieser Republik. Aber es ist nicht nur unterlassene Hilfeleistung. Möglicherweise könnte man ja auch mal drüber nachdenken, liebe Freunde von Korrektiv, die übrigens diese Aussage von Höcker auseinandergenommen haben und gesagt haben, nee, das stimmt so nicht. Man darf sich da nicht zur Wehr setzen. Die Gerichte sind da nicht auf der Seite der Opfer, also der Verkehrsteilnehmer, sondern es geht auch sogar noch weiter. Es ist nicht nur, wie gesagt, unterlassene Hilfeleistung. Sondern die erste Hilfe könnte ja zum Beispiel auch dann notwendig sein, wenn, nehmen wir mal ein Beispiel, jemand legt sich auf die Schiene und es kommt ein Zug und du stehst dort und lässt den Typen dort liegen. Was würden denn dann die Qualitätsmedien oder die Richter dann sagen? Dann wäre es sicherlich unterlassene Hilfeleistung. Ich meine, jeder normale Mensch, wenn er sowas sehen würde, würde den Typen oder die Frau natürlich von den Gleisen holen, wenn das geht. Aber auf der Straße gelten offenbar andere Gesetze. Und wenn man da nicht rigoros gegen vorgeht,
dann werden diese Wahnsinnigen immer mehr und terrorisieren große Teile der Bevölkerung, die noch arbeiten müssen, die Termine einhalten müssen, die ihre Kinder von der Kita abholen müssen oder was auch immer. Diese Bedürfnisse und diese Belange, die werden in den Medien praktisch überhaupt nicht dargestellt, sondern irgendwie nur diese Klimakleber, die sich irgendwie angeklebt haben. Also was ich meine, ist Folgendes. Wenn sich vor deinem Auto jemand auf die Straße legt, dann dürfte es wohl immer gerechtfertigt sein, ihn von dieser Straße wegzuzerren, schon allein, um Gefahren von ihm und von anderen abzuwehren. Ja, eine andere Sache ist es, wenn der sich schon festgeklebt hat, dann wird es natürlich schwierig. Aber es gibt ja auch Situationen, wo man, also ich habe es ja selbst erlebt in Berlin, wo die Typen also sich auf die Kreuzung geklebt haben und dann den Verkehr blockiert haben und dann geht ein unendliches Prozedere los. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen, wenn ihr auf dem Land lebt und sowas noch nie erlebt habt. Also erstmal wird dann die Straße abgesperrt und so weiter. Na gut, da könnte man sagen, lasst sie doch dann da liegen, in Gottes Namen, da war es kalt, dann regnet es auch noch und so weiter. Irgendwie können sie ja dann selbst helfen, aber das passiert eben auch nicht. Dann kommen Rettungswagen, dann kommen Notstromaggregate, mit Diesel übrigens, Notstromaggregate mit Diesel, wo man also Spezialfräsen anschließen kann, die natürlich elektrisch funktionieren. Und dann werden die dann irgendwie nach Stunden wieder von der Straße befreit. Die Straße ist manchmal auch ein bisschen zerstört. Da sind dann so Kerben drin oder Löcher drin. Manchmal kann man dann noch drüber hinwegfahren. Manchmal geht es eben nicht. Also was wir hier erleben, ist der Terror von irgendwelchen Geisteskranken gegenüber der Mehrheit der Bevölkerung. Und durch die Politik und durch die Medien wird das Ganze noch gedeckt. Und wenn das so weitergeht, dann kann man sagen, gute Nacht, Deutschland. Ich kann diesen Leuten nur empfehlen, doch mal hierher nach Dubai zu kommen und sich da an der Hauptstraße Sheikh Zayed Road festzukleben. Oder sie sollen dann mal nach Hongkong gehen oder nach Südafrika, nach Johannesburg und sich da festkleben und dann feststellen, was da passiert. Aber das Hauptproblem ist natürlich, wenn man mit diesen Leuten so umgeht, dann bekommen die natürlich immer mehr Oberwasser. Und das ist ja auch genau das, was wir jetzt in Berlin sehen. Da wollen am Montag wollen 800 von diesen Typen die gesamte Stadt blockieren. Und nicht nur das, sie wollen auch noch die Autobahn blockieren und was ich noch was. Sie wollen irgendwelche Gebäude beschmieren, wahrscheinlich wieder Denkmäler. Sie geben Anleitungen, wie man also ölähnliche Substanzen herstellt, um irgendwelche Denkmäler zu schänden. Also ich meine, was muss denn noch passieren, um zu sehen, dass das hier völliger Wahnsinn ist und einfach Unrecht ist, mehr als Unrecht. Das ist Wahnsinn. Und da muss man mit aller Härte gegen vorgehen und nicht warten, bis die Polizei kommt. Es ist genau, was der Berliner Polizeipräsident da fabriziert oder geäußert hat, keine Selbstjustiz. Allein schon der Begriff Selbstjustiz ist völlig fehl am Platze. Erstmal geht es darum, Gefahr von Leib und Leben der geisteskranken Betroffenen, also den Klimaklebern, abzuwenden. Denn wenn die sich auf die Straße legen, dann könnte ja ein Auto hält an, das andere fährt auf den drauf, könnte ja irgendwie überfahren werden und so weiter. Also eine Selbstverständlichkeit. Es könnte aber auch unterlassene Hilfeleistung sein, wenn jemand aus irgendwelchen geisteskranken Zuständen dieses so tut, muss man ihn trotzdem zurechtweisen und von der Straße holen. Ich meine, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Das hat doch gar nichts mit erster Hilfe zu tun. Und darüber hinaus ist es natürlich Nötigung hoch 10, weil es geht gar nicht um die Leute, nicht nur natürlich auch um die Leute, die dort auf der Straße stehen und stundenlang zum Teil warten, eingesperrt in ihren Autos und nicht wissen, was los ist, nicht wissen, wo es lang geht, Termine verpassen, wichtige Termine, nicht arbeiten können. Es geht eben auch um Rettungskräfte, um Krankenwagen, um Feuerwehr, denn wenn man das tut, ist ja wohl logisch, dass die dann auch irgendwie blockiert sind, auch wenn man sie vorne in erster Reihe möglicherweise nicht sieht. Aber diese unselige Diskussion, die wir in der Qualitätspresse, also oder in der Märchenpresse, also ich möchte jetzt keinen anderen Begriff benutzen, gerade auch im Spiegel jetzt mit der Radfahrerin in Berlin gesehen hat, ja, dass der Rettungswagen ja nicht ursächlich für das Schicksal dieser Radfahrerin war. Also der Rettungswagen war blockiert, bestimmte Spezialkräne und so weiter, die das Ding dabei hatte, konnte nicht weiter zur Unfallstelle, LKW und so weiter. Und da wurde hinterher darüber diskutiert, ob die verzögerte
das verzögerte Eintreffen dieser Spezialkräfte eben zu dem Schicksal der Radfahrerin geführt hat, die das nun leider nicht überlebt hat. Und da wurde diese ganze Klimabewegung in den Medien quasi reingewaschen, weil hinterher irgendein Gutachten festgestellt hätte, dass das jetzt nicht ursächlich für das Schicksal dieser Frau war. Was ist denn das für eine absurde Diskussion? Selbst wenn es das diesmal nicht war, dann ist es das vielleicht beim nächsten Mal. Oder es brennt irgendein Haus komplett ab, weil die Feuerwehr nicht rechtzeitig eintreffen kann. Und. Mal ganz abgesehen von den vielen Leuten, die ihre Termine verpassen, die nicht arbeiten können, die Arbeitsausfälle haben oder sonstige Nachteile erleiden. Also ich meine, hier wird das Recht total auf den Kopf gestellt. Und das ist nicht der einzige Punkt in Deutschland, wo man sich fragen muss, also ob sie jetzt komplett den Verstand verloren haben. Wir kennen ja auch noch die anderen Geschichten und Bereiche von Energie, ganz zu schweigen. Jetzt wollen sie auch noch Holz- und Pelletöfen verbieten und so weiter. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Jedenfalls, wenn wir hier nicht konsequent eingreifen und auch die nötige Zivilcourage, die wir nun mal brauchen, um hier weitere Eskalationen zu verhindern, dann legen diese Wahnsinnigen irgendwann die gesamte Republik lahm. Und dann können wir sehen, wo wir bleiben. Aber auch diese Option kann man gar nicht mehr ausschließen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt am Montag passiert in Berlin und auch in anderen Städten. Die Presseabteilungen der Qualitätspresse wirbeln ja schon alles auf und weisen schon darauf hin, was passiert. Ich meine, hier hilft eigentlich nur noch, dass wir uns selbst helfen. Und zwar im rechtlichen Rahmen. Im rechtlichen Rahmen. Und wenn ich die Begriffe Erste Hilfe und unterlassene Hilfeleistung benutze, so ist das auch juristisch zu würdigen, liebe Leute, gerade hier von der Qualitätspresse und vor allen Dingen vom Korrektiv. Es geht ja gar nicht nur um Nötigung. Wenn sich jemand auf die Straße legt, dann ist es das Gebot der Stunde oder der Sekunde, den dort wegzutragen, um größere Unfälle oder mögliche Verletzungen zu vermeiden. Und dabei geht es gar nicht nur darum, dass das Auto vor ihm wahrscheinlich noch rechtzeitig anhalten könnte. Es kann ja auch sein, dass im Stau hinten irgendjemand auf ein Auto drauf fährt mit kleinen Kindern drin und so weiter. Ich wage mir das gar nicht alles auszumalen, dass ein großer LKW auf einen kleinen fährt und den dann hinterher zerquetscht. Und so. Also wir müssen jetzt hier nicht diese ganzen alternativen Varianten, die dieses tun, erzeugt, diskutieren. Wir müssen hier nur lediglich den normalen Menschenverstand walten lassen und der lautet, wehret den Anfängen. Aber wahrscheinlich ist es schon zu spät. Folgt mir auf Telegram, dort immer aktuell informiert, auch zu den Klimaklebern und zum Klima insgesamt, was sie da noch alles vorhaben. MM News offiziell sind wir auf Telegram, dort seid ihr immer als Erste informiert aus Wirtschaft und Politik.